Es gibt blauen Sekt, gefärbt mit ein wenig Curaçao, denn die Damen haben etwas zu feiern. Oder aber alkoholfrei, Orangensaft mit einem Spritzer Grenadine. Trotzdem wird mit flinken Fingern weiter am jeweiligen Projekt gearbeitet. Seit 10 Jahren besteht der Handarbeitskreis und die Mitglieder kennen sich seit langem und nehmen die ganze Sache nicht so ernst. Ein trinken wir noch, zwei nehmen wir noch, drei können wir vertragen. Und wenn der vierte auch noch schmeckt, dann wird der fünfte ausgeleckt. Was soll das Geld im Altersheim bei Apfelsaft und Haferschleim? Ja, damals war es ja dolle kläglich, da waren nur jetzt hier die Singergruppe und die Spielergruppe und weiter kam da nichts mehr. Ja, da hat man sich ja nur Gedanken gemacht, auch den dicken Kopf hat man auch gehabt, Mensch, keiner kommt, warum, weshalb nicht. Ja, da habe ich mir mit meinem Mann noch zu Hause wieder so in der Familie ist Gedanken gemacht und da habe ich gesagt, ach, weißt du, eine solche Handarbeitsgruppe wäre auch mal nicht schlecht. Und dann, mein Mann, der kann so schön zeichnen und dann hat er irgendwie so ein Plakat. Und das haben wir dann in der Kaufhalle und bei dem Apotheker und dann in den Schaukästen. Und so sind wir eigentlich entstanden. Und dann haben wir dann hier vor 10 Jahren uns das erste Mal getroffen. Da waren wir 6 Leutchen. Heute sind es deutlich mehr und keine der Damen möchte auf ihren Handarbeitskreis verzichten. Denn immer bringt die eine oder andere eine neue Idee oder eine interessante Technik mit. Und so kann jeder von jedem immer etwas lernen. Die Volkssolidarität hatte, ganz im Geheimen, eine kleine Feier vorbereitet. Die Überraschung war groß, denn die Tüftlerschlümpfe aus dem Kindergarten hatten ein Programm vorbereitet. Vorher gab es noch die dankbaren Worte von Ortsbürgermeister Horst Blume, der sich, wie schon so oft, ausdrücklich für die Babyschuhchen bedankte, mit denen die Barleber-Neuankömmlinge begrüßt werden. Und wenn ihr mal ganz unzufrieden seid und mit euch selbst nicht zufrieden seid bei mir, dann macht die auf, denkt an mich und dann laden sie eure Batterien wieder auf und ihr könnt weitermachen. So. Jahre Handarbeitskreis Barleben. Die Kinder animieren die Omas zum Mitmachen und ganz so viel wurde diesmal dann wahrscheinlich doch nicht fertig, denn bei Eis mit Eierlikör und leckerem Kuchen kann man nicht so gut stricken.